Das Bayerische Eisenbahnmuseum in Nördlingen, kurz BEM, bekannt durch seine vielen betriebsfähigen Dampflokomotiven. Paradepferd ist seit Ende 2014 01180, einzige betriebsfähige DB-Neubaukessel 01. Eine Tochter des BEM ist die Bayernbahn, ein Eisenbahnverkehrsunternehmen, das im Güterverkehr sein Geld verdient. Zu den ersten Leistungen der Bayernbahn zählt der Hackschnitzeltransport vom Sägewerk in Wilburgstetten nach Nördlingen. Bis heute fahren hier gute alte V100 oder V60. Die Strecke Wilburgstetten-Nördlingen ist ein Teilabschnitt der BEM-eigenen Museumsbahn nach Dinkelsbühl. Auch E-Loks gehören zum Bestand der Bayernbahn. Auch unter den elektrischen wird Nostalgie großgeschrieben. 139er und 140er sind im Bestand. Zu den Stammleistungen gehört der Henkelzug, der täglich von Wassertrüdingen bis nach Langenfeld am Rhein und zurück gefahren wird. Für den Chef des BEM, Eckehard Böhnlein, ist die Bayernbahn unverzichtbar. Wenn wir schon kommerziellen Betrieb machen, der notwendig ist zur Unterhaltung, also unter beiden Strecken, da gehen jetzt hier also einige zigtausend Euro dann drauf, nicht? Und das muss dann auch, wie gesagt, finanziert werden, das macht die Bayernbahn. Und zusätzlich ist der kommerzielle Betrieb auch ganz gut für das Museum überhaupt. Damit können also auch sämtliche oder fast sämtliche Betriebsausgaben damit gedeckt werden. Eine tolle Kombination Bayernbahn und Bayerisches Eisenbahnmuseum. Auch 140 856 gehört dazu. Auf der Spessart-Rampe ist sie nach einem Betriebshalt in Laufach wieder auf dem Weg. Lokführer Stefan Marganitz steuert heute die 140. Er kümmert sich in seiner Freizeit um E6302.
Mit über 100 Stundenkilometern ist der Güterzug unterwegs. Rund 6 Stunden braucht er von Langenfeld bis nach Gunzenhausen. Dort übernimmt eine V60 der Bayernbahn. Insgesamt 7 gehören zum Bestand. In Wassertrüdingen wird der Zug auf das Werksgelände von Schwarzkopf Henkel rangiert. Der Fahrzeugbestand der Bayernbahn wird ständig erweitert. 2015 ist 140-438 dazugekommen. Demnächst wird auch eine grüne 151 unter der Flagge der Bayernbahn fahren.